Heute zeige ich euch, wie man Gesichter aus Klopapierrollen macht. Ihr braucht natürlich Klopapierrollen, eine Schale mit Wasser, einen Pinsel, einen Lappen, Messer und Schere. Zuallererst müsst ihr die Klopapierrollen mit Wasser anfeuchten. Dazu könnt ihr entweder einen Pinsel verwenden und die Rolle einstreichen oder ihr benutzt einen Lappen, um die Papierrollen nass zu machen. Wichtig ist, dass die ganze Papierrolle nass ist. Um in die Papierrolle Falten zu bringen, knuddelt ihr diese zusammen und breitet sie danach vorsichtig wieder auf. Aus den so entstandenen Falten könnt ihr später Gesichtszüge formen. Um zusätzlich ganz bewusst Falten herbeizuführen, nehmt ihr die glatte Kante eines Messers und drückt sie in das nasse Papier. So kann man ganz leicht einen Mund formen. Um eine Nase zu formen, müsst ihr mit einer Hand das Messer mit dem nassen Papier festhalten und mit der anderen Hand eine Falte oberhalb des Messers formen. Und schon sind Mund und Nase entstanden. Je nachdem, wie ihr den Mund und die Nase faltet, habt ihr unterschiedliche Gesichtszüge. So kann man auch eine Falte unten wieder öffnen, sodass eine ganz dicke Nase entsteht. Damit euer Klopapiergesicht auch sehen kann, könnt ihr mit einer Schere kleine Löcher als Augen einfügen. Wem die Augen nicht groß genug sind, kann auch einfach kleine Löcher hineinreißen. Wer keine Löcher in seine Rolle reißen möchte, kann auch einfach das Papier noch einmal mit dem Pinsel anfeuchten und danach mit dem Daumennagel kleine Schichten abrubbeln. Natürlich könnt ihr auch einfach eine Schere nehmen und Augen in eure Rolle hineinschneiden. Damit ihr seht, wie das Ganze am Ende aussehen kann, zeige ich euch nun einmal den ganzen Entstehungsprozess am Stück.